ein neuer HMD von Viro, der ein ganz besonderes Prinzip hat. So, hier kann ich euch nochmal auf der Website zeigen. So sieht das Ding dann aus, wenn es in Benutzung ist. Und so sieht das Teil von außen aus. Die Besonderheit ist, dass man die Luft hier außen in die Schlitze zieht und die von da nach unten kommt. Was das in der Realität bringt, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Aber erstmal Preis, 25 Euro ist auf jeden Fall schon mal sehr nice. Und an der Stelle, weil wir gerade bei Aeon sind, kleiner Shoutout, wenn ihr euch bei Aeon oder Viro was zieht, könnt ihr im Warenkorb immer nochmal Gutscheincode SWG mit eingeben. Dann gibt es noch das Spielekartenset im Moment. For free on top. Und ein bisschen Support für mich, also da ein Kuss an jeden, der an Code SWG denkt. So, hier nochmal im Close-Up, so sieht der HMD aus. So sehen die Seiten aus. Und ihr seht die Löcher hier in der Seite und das ist wichtig. Ihr seht auch jetzt durch und das sind die Löcher, die da unten reingehen. Aber das sind nicht die Löcher, die hier unten auf der Unterseite rauskommen. Weil die Luft, die ihr in den Kopf zieht, die kommt aus diesem kompletten Schlitz, den ihr hier innerhalb vom HMD seht. Ne, das heißt, dieser Schlitz, der hier drinnen auf der Mitte so einmal komplett rumrum geht, das sind die Kanäle, die dann unten rauskommen. Sprich, es kann euch keine Kohle oder Asche aus dem HMD in den Kopf fallen. So, und wenn ich mir jetzt überlege, was ist mir wichtiger, die Luft ohne Kohle nach unten zu ziehen oder die Balken, würde ich tatsächlich eher die Balken nehmen. Also wäre zumindest mein erster Eindruck, ne? An sich sind die von unten natürlich sehr gleich, die Größe ist ähnlich, ist auch wichtig und richtig, damit eben auf alle Köpfe, die bekannte Größen haben für einen HMD, dass die da eben auch passen. Aber da ist die Größe exakt gleich, sowohl hier im Vergleich zu einem Onmo HMD, als auch im Vergleich zu einem Kalaut. Ja? Also die sind auf jeden Fall gleich groß unten, das heißt alle Köpfe, wo ein Kalaut oder ein Onmo drauf passt, da sollte auch der neue Viro HMD drauf passen. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, hier nochmal im Vergleich zum Nagrani. Wir haben natürlich auch einen Alu-HMD, den wir hier für die 25 Euro bekommen. Ne? Also eher zu vergleichen mit einem Kalaut oder mit einem Onmo. Aber auch hier im Vergleich mit einem Nagrani die Maße sehr, sehr ähnlich. Vor allem die Breite nahezu identisch, aber auch die Größe an sich relativ ähnlich. Was man aber auch wissen muss, ihr seht hier schon, auf der Innenseite geht der eher nach innen und unten, wo die anderen oft deutlich mehr Platz haben. Also ich bin gleich mal gespannt, wie die Kohle hier reinpasst. Aber ich glaube, wer mit 27er Kohle raucht, könnte hier auch tendenziell schon Probleme bekommen. Aber gucken wir uns gleich an. Kohle ist ready. Ist allerdings schon ein bisschen kleiner geworden. Also das sind jetzt eher so, ja, ich sag mal 24er Kohle. Also da ist schon gut was weggekommen von der Größe. Man kriegt die auch ganz gut an den Rand. Also ihr seht's, das sind wie gesagt 26er Kohlen, die, aha, es wird heiß. Aber eine Sache, die mir Aeon gesagt hat, den kann man auf jeden Fall mit 4 Kohlen anrauchen. Die Hintergrundstory zu dem HMD, damit ihr euch vielleicht auch mal vorstellen könnt, wie lange an sowas gefeilt wird. Im Dezember letzten Jahres, also Dezember 23, wir haben ja jetzt Ende März, sagen wir mal Anfang April. Das heißt, vor 4,5, 5 Monaten war der Pascal, der Chef von Aeon und Viro, bei mir im Büro. Er meinte, Marv, hast du mal Zeit? Ich würde dir gerne mal was zeigen. Ich so, ja klar, kommst du rum, rauch mal eine Pfeife. Und dann ist er rumgekommen und dann hatte er den Prototyp davon dabei. Und da waren die eigentlich schon so gut wie durch mit dem Ding. Und dann ist er damit rumgekommen und hat mir den mal gezeigt. Und dann haben wir den zusammen geraucht. Dann meinte er, und was sagst du denn so? Und das behalte ich jetzt noch kurz für mich. Ich muss hier noch ein bisschen weiter gucken. Ich will ja noch wissen, wie das finale Produkt jetzt ist. Aber da hatte ich schon meinen ersten Eindruck zu diesem HMD. Und jetzt warten wir mal, bis das Ding heiß ist. Ich merke mir auch, wie lange er braucht. Um 15 haben wir Kohle draufgelegt, also mal gucken, wann der ready ist. Freunde, 5 Minuten später, ich habe eben das erste Mal gezogen. Haltet euch fest bei der Rauchmenge. Der braucht ein bisschen, bis er an ist. Wir haben 4 Kohlen drauf. So, ich habe nochmal 10 Minuten gewartet, mittlerweile ist das Ganze so. Aber wir haben gerade auch den Pascal von der Aeon im Chat am Start und er schreibt, Servus Marv, du musst den Viro HMD anziehen, bisschen wie beim Kamin. Wenn er auf Temperaturen ist, dann läuft er auch. Der braucht Power am Anfang. Also changen wir jetzt mal unser System von abwarten und rauchen das Ding mal an. Aber ja, macht ja Sinn. Wenn die Hitze nicht so easy peasy nach unten gehen kann, dann muss man natürlich mehr die Luft da durch die Seite ziehen. Ist aber, finde ich, schon trotzdem ein kleiner Nachteil, oder? Für einen HMD. Also ist schon geil, dass man einen HMD sonst einfach auf den Kopf legt. Man wartet seine 5 bis 10 Minuten oder sagen wir mal 3 Minuten bei einem Funnel, sagen wir mal zwischen 5 und 10 Minuten bei einem Meerloch und dann ist einfach Abfahrt. Nächste Runde mit dem Viro HMD. Beim letzten Mal, ich war zu erkältet, da ging nicht wirklich viel. Ich musste das dann abbrechen. Wir haben den schon mal im Stream geraucht. Wir wollten das Ganze auf einem Meerloch testen. Ich habe ihn jetzt zwischenzeitlich aber einmal daheim mit einem Meerloch geraucht und einmal im Omera mit einem Meerloch geraucht. Da gibt es auch gleich noch das Fazit zu. Auf der einen Seite ist das in der Theorie natürlich geil, wenn man sagen kann, dann liegt keine Asche auf deinem Tabak. In der Realität ist das aber relativ nutzlos.
Also das macht jetzt nicht so einen Unterschied, ob da ein kleines bisschen Asche durch diese Löcher auf den Tabak fällt. Was aber einen Riesenunterschied macht, es passiert manchmal, wenn man mit HMD raucht, dass die Kohle oben drauf gekippt ist. Da ist zwei Kohlen drin, eine oben drauf gekippt. Und irgendwann werden die kleiner und dir fällt eine Kohle rein. Und was dann passieren kann, ist, dass ein kleines Stück glühende Kohle von der Kohle abbricht in diese Löcher auf dein Tabakfeld, also durch das Loch auf dein Tabakfeld und glühende Kohle in deinem Tabakdepot liegt. Und wenn du dann den nächsten Zug nimmst, ist das gottlos ekelhaft. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, warum dieser eine Zug von der Shisha gerade so gottlos gekratzt hat und absolut nach Arsch geschmeckt hat. Und das ist wahrscheinlich, vielleicht habt ihr auch einen schlechten Kopf gebaut, aber wahrscheinlich ist das der Grund, warum das Ganze passiert ist. Und das kann dir mit diesem HMD nicht passieren. Das ist also ein Riesenvorteil. Dieses, ja, dann ist keine Asche auf deinem Tabak, das klingt natürlich schön als Marketing, macht aber für mich dann nicht so den Riesenunterschied. Dass du nicht diesen Todeszug haben kannst, das ist wirklich ein guter Punkt. Jetzt hast du aber die Kehrseite der Medaille. Dadurch, dass die Hitze nicht direkt runtergezogen wird, sondern durch diesen Kanal und dann nach unten muss und auch nur so von der Mitte, sprich die, also in einem normalen HMD, geht die Luft ja erst komplett an der Kohle vorbei, kann sich erhitzen und geht dann durch die Löcher in das Depot. Bei dem ist das nicht so, beziehungsweise nur halb so. Die Luft muss ja nur an der Hälfte der Kohle vorbei, bis sie dann an der Seite in die Schlitze reingeht und dann nach unten geht. Sprich, es kommt wahrscheinlich etwas weniger Hitze an den Tabak. Fazit, also so viel zur Theorie. Jetzt bauen wir uns einen Kopf mit einem Funnel, dann rauchen wir das Ganze nochmal mit einem Funnel, gucken, wie das funktioniert und dann gibt es mein Fazit zum Viro HMD. Aber erstmal müssen wir einen Kopf bauen. Und wir haben, bei einem Onmo wäre das ein Noppenkontakt. Wir haben halt jetzt hier keine Noppen, aber ihr seht es unten, der hat auf jeden Fall voll Kontakt. Ne? Also überall, wo der auf dem Tabak liegen kann, liegt der auf dem Tabak, aber ist jetzt auch kein gottloses Overpack. Ne? Also es geht schon. Und so sieht der HMD übrigens auf dem Wandenberg einmal Close-Up aus. Ja, ich kann nicht weiter kippen, aber die Kohle liegt halt nicht perfekt auf dem Boden, weil der HMD so abgerundet ist. So, machen wir mal noch eine Kohle mit auf Kipp und dann gucken wir mal. Wie viel Uhr haben wir jetzt? 52. In der Theorie haben wir ja gelernt, dass man den HMD anrauchen muss, vor allem bei einem Mehrloch. Wir haben ja jetzt aber einen Vollkontakt mit einem Funnel und deswegen werde ich jetzt bewusst erstmal ein paar Minuten, es sind jetzt schon 3 Minuten, nicht anrauchen, sondern nur ab und zu gucken, ob er schon ready ist, ob man ihn auch mit einem Funnel bei einem Vollkontakt anrauchen muss oder ob das in dem Fall dann ohne funktioniert. Freunde, es sind 15 Minuten um. Ich habe auch nur ein paar Mal gezogen. Es funktioniert, dass man ihn bei einem Funnel mit Vollkontakt nicht anrauchen muss. Allerdings wäre es mit dem Anrauchen wahrscheinlich deutlich schneller gegangen. Mittlerweile, ich habe vielleicht 5 Mal gezogen in der Zeit, in einer Viertelstunde. Kann man eigentlich nicht anrauchen, ne? Rauchentwicklung ist jetzt aber so. Und ab jetzt werde ich auch richtig rauchen. Also da wird bestimmt noch was gehen, aber das ist schon mal gut soweit. Wir rauchen weiter an und dann gibt's Fazit. Freunde, Köpfchen läuft jetzt schon eine ganze Zeit, lief zwischenzeitlich auch sehr gut, ist jetzt ungefähr so eine halbe, dreiviertel Stunde an. Wunderbar mittlerweile. Unglaublich smooth. Ich hatte, obwohl ich 2 Kohlen drin habe und eine auf Kipp, zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es zu viel Hitze war. Im Gegenteil, es wäre sogar noch ein Ticken mehr für mich persönlich gegangen. Und ich bin nicht mal der krasse High-Heat-Raucher. So, ich zeige euch nochmal kurz die Rauchentwicklung. Also Rauchentwicklung ist gut, Geschmack ist tipptopp, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da einen Unterschied schmecke zu ich rauche mit einem anderen HMD und habe Kohle auf meinem Tabak. Also es ist jetzt nicht so, als ob man bedeutend weniger Kohle schmecken würde. So ein Ticken hast du das Gefühl, aber es ist wirklich marginal wenig. Aber er funktioniert gut. Was mir aber noch aufgefallen ist, die Kohle geht immer unten ein kleines bisschen aus. Das ist mir im Omera passiert und das ist mir jetzt auch hier passiert. Die ist nicht aus und es funktioniert ja auch noch. Vielleicht hätte ich auch einfach noch mal ein bisschen häufiger wenden müssen, dass das nicht passiert. Aber wenn man nicht wendet, und so würde ich halt mit einem anderen HMD rauchen, dann geht die schon auf der Seite, die unten liegt, ein kleines bisschen aus. Ne? Also das passiert leider. Ist jetzt kein Riesenproblem, weil es hat ja trotzdem funktioniert, aber wichtig zu wissen. Freunde, Grüße. Zukunfts-Marvin hier, der muss ich nochmal kurz einklinken. Wir haben auch im Stream nochmal die Reaction von The Who, also René, angeguckt. Schaut da auch gerne mal vorbei. Der hat auch ein Video zu dem HMD gemacht. Eine Sache, die ich gerne noch sagen möchte. Wir haben ja festgestellt, man muss den HMD anrauchen. Und wenn man den anraucht, hat mir eine Sache heute extrem geholfen und das war, die Kohle nochmal zu switchen. Heißt ja, die Aussage ist, mit 4 Kohlen anrauchen, 2 drinnen, 2 oben auf Kipp. In dem Moment, wo ich die 2 Kohlen, die unten lagen, so ungefähr nach 10 Minuten mit den 2 Kohlen, die oben gekippt waren, getauscht habe, habe ich festgestellt, die Kohlen, die drinnen liegen, gehen schon ab und zu aus. Wenn man die dann aber switcht, gehen die easy wieder an den Stellen, wo die aus sind und das Anrauchen geht viel, viel schneller. Also wenn ihr dann Struggle mit habt, dass das relativ lange dauert und die Hitze nicht so richtig kommt, dann switcht einfach mal die Kohlen, die drinnen liegen, mit denen, die oben drauf gekippt sind und dann sollte das viel, viel besser funktionieren. Gut, zurück zum Video. Entschuldigt die Unterbrechung. Das Köpfchen ist so gut wie durch, hier im Funnel mit dem Viro HMD.
Ne? Also Rauch lässt auf jeden Fall langsam nach. Lief jetzt aber fast 1,5 Stunden. Also kann man sich nicht beschweren. Lief wunderbar. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass der Tabak zu krass nachgelassen hat, aber langsam wird halt die Kohle zu klein, um da die nötige Hitze zu ballern. Fazit Viro HMD. Für mich persönlich natürlich am wichtigsten der Vergleich mit dem Onmo HMD. Aber erstmal mit allen HMDs verglichen. Ich würde diesem HMD gerne den Titel geben, perfekter Einsteiger-HMD. Weil ich glaube, du musst dich mit diesem HMD schon wirklich extrem anstrengen, um einen Kopf zu verbrennen. Ich habe mit Vollkontakt geraucht und ich habe dauerhaft mit 3 Kohlen geraucht. Und ich hatte zu keiner Zeit Angst, dass mir dieser Kopf anbrennt. Also das ist schon mal hervorragend gut an dem. Was allerdings auch direkt uns zu dem Hauptnachteil bringt, ich finde, es ist sehr schwer mit dem HMD zu ballern. Also du hast halt auch nie das Gefühl, dass der richtig Vollgas gibt. Du hast immer das Gefühl, der läuft gut, der Rauch ist gut, Geschmack ist top und du hast nie Angst, dass da was verbrennt. Aber ich finde, wenn du das Management selbst mit der Kohle besser beherrschst oder gut beherrschst, dann kannst du mit einem Onmo noch einen Ticken mehr rausholen, wo du bei dem dann vielleicht sogar eine 4. Kohle oben auf Kipp mit dazu packen musst, wo ich mit einem Onmo 2 Kohlen das Gefühl habe, jetzt ist mein Tabak mit einem Vollkontakt an einem Limit und so ist das gut, wie ich das persönlich haben möchte. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man ist Anfänger, man will einen HMD, aber man hat Angst, dass einem die Köpfe zu oft verbrennen oder vielleicht hat man schon einen anderen HMD und einem verbrennen oft die Köpfe, dann könnte das ein sehr, sehr geiles Ding sein. Für jeden, der schon das Management mit einem Onmo und Co. raus hat, sehe ich da nicht so den geisteskranken Vorteil, außer ihr habt scheiß Kohle und die bricht oft und ihr habt sehr oft dieses Problem, dass ihr diesen Todeszug habt. Dann maybe, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es eben genau dieses, es ist ein super Einsteiger-HMD, aber halt auch nicht viel mehr hinten raus. Also der Punkt ist, ich glaube nicht, dass er für Leute, die schon sehr viel rauchen, irgendwelche Probleme löst, die wirklich krass da waren. Also ja, diesen Todeszug, den hat man ab und zu, wenn man mal nicht aufpasst und eine Kohle fällt rein oder so und das hast du dann mit dem nicht und das ist geil. Aber es kommt mit dem, er ballert halt ein bisschen weniger als ein Onmo oder natürlich dann dementsprechend auch, also wenn der nicht ballert, dann ist ein Onmo ein bisschen mehr ballern und dann kommt noch Nagrani, AO, Pipapo, also Edelstahl-HMDs oben drüber. Von der technischen Umsetzung, du musst halt anrauchen bei dem Mehrlochkopf, das ist ein bisschen ungewohnt. Aber der hat auf Mehrlochköpfen gut performt, der hat auf dem Funnel sehr gut performt und ich glaube, gerade für Leute, die noch nicht so krass im HMD-Game drin sind, ich würde gerne mal wissen, ob jemand das schafft, mit diesem HMD zu rauchen und seinen Tabak wirklich geisteskrank zu verbrennen, ohne den dann auch retten zu können. Weil da würde ich fast sagen, das geht, glaube ich, nicht mit dem. Während wenn du einen Vollkontakt mit einem Onmo und dann packst du da 2,5 Kohlen drauf, mir persönlich wäre das sehr oft zu viel, wo ich bei dem nie das Gefühl hatte, das ist zu viel. Also, perfekter Anfänger-HMD, aber für Leute, die ballern wollen, vielleicht nicht perfekt geeignet, auch wenn die vermutlich nicht unglücklich mit dem HMD wären. Das wäre mein Fazit.